Das Verhältnis zur Europäischen Union hat 2018 auch die Schweizer Politik geprägt. Die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen dauern nun schon mehrere Jahre, aber es liegt noch immer kein Ergebnis vor. Das mit dem Rahmenabkommen mit der EU ist ein bisschen wie Weihnachten mit der Familie. Ewige Diskussionen, heftige Streit. Irgendjemand muss immer brüllen. Und am Schluss hängen alle erschöpft in den Sofas und wissen nicht mehr weiter. Die SVP wüsste schon weiter. Die SVP wünscht sich ja ein Rahmenabkommen vom Künstler Mbenski. Ja, der SP hingegen ist es wichtig, dass der Bundesrat sich bei den Verhandlungen nicht über die rote Linie hinaus bewegt. Und da müssen wir natürlich schnell nachfragen, wo geht denn die rote Linie genau durch, SP-Präsident Christian Löbrau? Das ist uns nicht wichtig. Wichtig ist der SP vor allem, dass diese Linie rot ist. Ja, jetzt könnt ihr schon lachen, aber wie gesagt, ja, ich bin der Baschi, ja, wie gesagt, ja, das finde ich voll krasse Stoff, den die Linken hier haben, ja, wie gesagt, ja, rote Linie habe ich jetzt noch nie gehabt, ja, ich kenne nur die Weissen. Ich schlage ja Ihnen etwas anderes vor. Ich finde, wir sollten für unsere Beziehungen mit der EU einfach die Hausregeln vom Saunaclub Sultan in Dübendorf übernehmen. Alles ist erlaubt, wenn es beide wollen.